Hallo, ihr Neugierigen. Wenn wir schon über die Bankkonten der Hollywood-Stars sprechen, dann sollten wir ihn definitiv nicht vergessen. Brad Pitt. Und auch wenn ihm die ehemalige Liebe seines Lebens, Angelina Jolie, gerade übel mitspielt und im Scheidungsprozess, in dem sein Vermögen vermutlich auf einen Bruchteil zusammenschrumpfen wird, allerlei Bösartiges über ihn verbreitet, ist doch auch das finanzielle Leben des 55-jährigen Stars alles andere als unbedeutend. Bleibt dran, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie Brad Pitt an sein Vermögen kam und für was er es alles so ausgibt. Brad Pitt, der fleischgewordene Traum vieler weiblicher und sicherlich auch männlicher Zuschauer, begann seine Karriere als Hollywood-Charmeur schon früh. Vor langer, langer Zeit, 1987, startete er seinen Lauf in der Schauspielwelt, der immerhin die letzten 30 Jahre anhielt. 1991 schließlich kam mit dem Film Thelma & Louise der große Durchbruch, der ihm die Popularität erbrachte, auf die jeder aufstrebende Schauspieler hofft. Und man munkelt, dass Brad hier sehr bescheiden war und lediglich ein Gehalt von 6.000 US-Dollar einforderte. Ob wir das nun glauben oder nicht, bei einem solchen Hollywood-Hungerlohn blieb es definitiv nicht. Denn von da an ging es mit seiner Karriere nur bergauf. Und er spielte in zahlreichen Filmklassikern mit. In 7, in Interview mit einem Vampir, in Fight Club, Ocean's 11, Der seltsame Fall des Benjamin Buttons. Und natürlich in Inglourious Basterds. Und die echten Fans werden wissen, das war noch längst nicht alles. Welche haben wir vergessen? Doch das ist noch längst nicht alles. Denn 2001 beschloss Brad gemeinsam mit seiner damaligen Frau Jennifer Aniston die Filmproduktionsgesellschaft Plan B Entertainment zu gründen. Und nach der Scheidung der beiden blieb er alleiniger Eigentümer. Doch diese Firma brachte Brad nicht nur Millionen US-Dollar an Gewinn ein, sondern sorgte auch dafür, dass er direkt oder indirekt zahlreiche Auszeichnungen erlangte. Neben Moonlight und Departed unter Feinden brachte ihm auch der legendäre Klassiker 12 Years a Slave einen Oscar für den besten Film ein. 2005 war zweifelsohne ein Jahr der Umbrüche für Brad, nicht zuletzt wegen des Geldes. Alles begann, als er in dem Kassenschlager Mr. und Mrs. Smith an Seite von niemand Geringerem als Angelina Jolie spielte, seiner späteren Ehefrau und jetzigen Ex-Frau. Das brachte ihm nicht nur einen Lohn von 478 Millionen US-Dollar ein, auch fand er in Angelina eine starke Verbündete, auch in finanzieller Hinsicht. Die beiden schlossen sogar in weiser Voraussicht einen Ehevertrag mit Gütertrennung ab. Auch investierten die beiden in gemeinsame Projekte und gründeten 2013 das Weinlabel Miraval Rosé, das einem 150 Hektar großen Weingut im Süden Frankreichs ansässig ist. Auch sollte man bei all dem nicht die Gewinne aus dem Jahr 2015 vergessen. Brad spielte in World War Z, ein Film, der gelinde gesagt viral ging und ihm 16 Millionen Dollar einbrachte. Und 2016 wirkte er in The Big Shot mit, eine Produktion, die ihm weitere 31 Millionen einbrachte. Und damit nicht genug. Er ging auch Werbeverträge mit kommerziellen Riesen ein, wie Chanel, Cadillac und Heineken, was seinem Bankkonto einige Nullen bescherte. Scheint so, dass der Schauspieler ganz gut weiß, mit seinem hübschen Gesicht, einem Geschenk Mutter Erdes an uns alle, umzugehen. Doch 2016 schien sich das Blatt zu wenden. Zwar bescherte ihm seine Rolle in Allied Vertraute Fremde noch internationalen Ruhm ein, doch danach wurde es ruhiger um ihn, bis uns die Trennung von Brangelina wachrüttelte. Und nach zahlreichen Gerüchten über finanzielle Streitereien um Beträge in Millionenhöhe gingen sie angeblich in Frieden und Freundschaft getrennte Wege. Doch das war wohl mehr Schein als Sein, denn im August letzten Jahres warf Jolie Pitt vor, nach der Trennung keinen Cent für den Unterhalt der 6 Kinder gegeben zu haben. Das ließ er nicht auf sich sitzen und ließ seine Anwälte sprechen, die darauf hinweisen, dass er ihr eine mehr als symbolische Summe von 8 Millionen Dollar zukommen haben lasse und ihr überdies ein bescheidenes Häuschen geschenkt habe. Ja, Klatsch und Tratsch in Hollywood. Naja, wie dem auch sei, heute beläuft sich sein Vermögen immer noch auf 240 Millionen US-Dollar. Und The Riches zufolge geht das nicht nur für den Scheidungsprozess drauf. Nein, denn verschiedenen Quellen zufolge kaufte Brad 2016, also rund ein Jahr nach der Trennung, für 3,1 Millionen seine eigene Villa auf Mallorca. Keine schlechte Therapie, finden wir. Auch investierte er im selben Jahr 2 Millionen Dollar, um sein eigenes Hotel in Kroatien zu gründen. Nun ja, der Gute weiß, wie man Trennungsschmerz konstruktiv verarbeitet.
Aber bevor ihr jetzt denkt, Brad wäre ein Kapitalist ohne Gewissen und Herz, der seinen ganzen Besitz für den eigenen Luxus aufbringt, muss schnell darauf hingewiesen werden, dass er in den letzten Jahren seinen Einsatz für karitative Zwecke mehr als einmal unter Beweis gestellt hat. Als Beispiel für seinen beispiellosen Einsatz kann die Make It Right Foundation gelten, die der Schauspieler 2007 gründete und die den Opfern des Hurricanes Katrina gewidmet war. Mehr noch, zusammen mit Angelina rief er die Jolie Pitt Foundation ins Leben, mit der die beiden sich für verschiedene globale Krisen einsetzen. Für Hungersnöte, Bildungsrückstände und so in Ländern wie Pakistan, Haiti und Äthiopien wirkten. Das beweist einmal mehr, dass eine Gesinnung genauso lieblich wie ein Gesicht sein kann. Wir sind stolz, Brad. Es geht also beides, Ruhm und soziale Verantwortung. Doch wie seht ihr das? Wie denkt ihr über Brads Umgang mit Geld? Ist er nicht kreativ, was Investitionen angeht? Und wie seht ihr seinen Einsatz für karitative Zwecke? Wie immer freuen wir uns, von euch zu hören. Kommentiert dafür einfach das Video. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben und Teil der Community zu werden. Bis zum nächsten Mal.